Hallo Pfeifenfreunde. Jetzt kommt das angekündigte Video zur Fertigstellung meines Pfeifenstopfers, den ich mir aus einer Putenkralle gemacht habe. Ich habe den jetzt halt fertig gemacht. So sieht jetzt fertig aus. Ich habe ihn mit Kunststoff überzogen, mit Klarlack gespritzt, habe auf den Pfeifenstopfer aus dem tschechischen Pfeifentool eine 2 Cent Münze draufgelötet und habe das Ganze mit zwei Komponentenkleber in die Putenklaue eingeklebt, dauerhaft. Das ist stabil versiegelt und fest. Und ich werde ihn jetzt das erste Mal ausprobieren. Ich werde das Modell Saruman oder Sauron nennen. Wer die Herr der Ringe Bücher gelesen hat oder die Filme gesehen hat, der kann sich vielleicht noch an die Fingernägel von Christopher Lee erinnern, der den Saruman gespielt hat. Das kommt der Sache schon ganz nahe. For my English friends, I built this pipe stamper from the claw of a turkey. It's dried, covered with liquid plastic and painted with colorless paint. I use for the plate a 2 cent coin from Germany, and the stamper is from a Czechoslovakian pipe tool. I cut it off and put it into the claw. That's it. Bye bye.